Hallo meine Lieben, es ist wieder soweit. Ich ziehe wieder für euch die Tarotkarten aus der großen Arkana. Im heutigen ersten Teil für die Sternzeichen Widder bis Krebs für die Woche vom 6. November bis 12. November 2017. Und ich ziehe wieder eine Zusatzkarte dazu. Ich beginne mit der ersten Tarotkarte für den Widder. Es ist diese Tarotkarte, die Liebenden. Und sie bedeutet, dass du noch immer auf die große Liebe wartest. Eigentlich hast du sie schon gefunden, aber du musst dich jetzt entscheiden und auf dein Herz hören. Wenn du dazu bereit bist und deine Bedenken fallen lässt, wirst du die richtige Entscheidung finden. Schalte deinen Verstand aus und höre auf dein Herz. Deine Zusatzkarte ist die 10 Stäbe und bedeutet Folgendes. Geh den Weg weiter, den du eingeschlagen hast und nimm dir Zeit für deine Entscheidung. Dann erreichst du dein Ziel. Für den Stier. Deine Tarotkarte ist der Teufel. Du spürst, dass dich ein großer Reiz gefangen hält. Dich bindet irgendeine Angelegenheit, die du noch nicht geklärt hast, die dich aber abhängig macht. Du hast jetzt die Möglichkeit, dich davon zu befreien. Das geschieht, wenn du dir uneingestandene Dinge ans Licht holst. Deine moralische Kraft ist so stark, deshalb geh konsequent deinen Weg und du verlierst deine Abhängigkeit. Deine Zusatzkarte ist die der 2 Schwerter. Deiner Situation standest du bisher skeptisch gegenüber. Ja, das machte dich unentschlossen und du reagiertest distanziert. Betrachte die Sache offen, dann wirst du zur richtigen Entscheidung kommen. Zu den Zwillingen. Deine Tarotkarte ist der Wagen. Du hast in einer wichtigen Angelegenheit forsch und zuversichtlich deinen Standpunkt bezogen. Jetzt befindest du dich in deiner Aufbruchssituation. Fass dir ein Herz und lass die alten Dinge hinter dir. Deine Zusatzkarte ist die Karte der 6 Münzen und sagt dir, dass du bisher viel zu großzügig und verständnisvoll wärst. Das wird jetzt belohnt und deine Vorhaben gelingen dir. Tu das, was du schon lange tun wolltest. Wir kommen zum Krebs. Deine Tarotkarte, lieber Krebs, ist die Herrscherin. Bisher warst du stets bereit, einfallsreich und offen impulsive Impulse aufzunehmen. Du hast erkannt, dass Veränderungen und Erneuerungen nötig sind. Aber achte darauf, dass du nicht zu sehr übertreibst und dir alles über den Kopf wächst. Deine Zusatzkarte ist die der 8 Kelche. Und die sagt dir, dass du im Moment einem wichtigen Lösungsprozess entgegenstehst. Das wiederum bringt dir die Erkenntnis, was du aufgeben musst, damit deine Zukunft erfolgreich wird. Du musst jedoch deinen eigenen Weg finden und gehen, auch wenn du etwas zurücklassen musst, was dir viel bedeutet hat. Das, meine Lieben, waren jetzt erstmal im ersten Teil die erste Ziehung und morgen geht es weiter mit dem zweiten Teil der Sternzeichen Löwe bis Skorpion. Bis morgen also, eure Deria.